IHK macht gegen die Abschaffung von Bargeld mobil. Die Industrie- und Handelskammern, kurz IHK, vertreten in Deutschland die Interessen von Handel und Gewerbe. Aufgrund der geplanten Begrenzung von Bargeldzahlungen machte die IHK Gießen-Friedberg gegen die fortschreitende Einschränkung der Bargeldnutzung mobil. Die Vollversammlung startete eine bundesweite Petition zum Erhalt des Bargeldes. Sie wendet sich gegen die Einführung von Obergrenzen von Bargeldtransaktionen, also Geldübertragungen, innerhalb der EU und gegen die Abschaffung des Bargeldes und des 500-Euro-Scheins. Hierzu bietet die IHK Gießen-Friedberg bundesweit Materialien für Pro-Bargeld-Aktivitäten an. Sie stellt kostenlos Plakate, Aufkleber und Sonderdrucke zur Verfügung. Dies zeigt, wie wichtig Bargeld für die mittelständische Wirtschaft ist. Ein beispielhaftes Engagement dieser IHK. Bargeldabschaffung scheibchenweise, damit es nicht gleich so wehtut. Heute beginnen wir mit einer kleinen Parabel. Wirft man einen Frosch in zu heißes Wasser, springt er sogleich heraus. Setzt man einen Frosch aber in einen Topf mit lauwarmem Wasser, bleibt er darin sitzen, auch wenn man das Wasser ganz langsam bis zum Siedepunkt und somit bis zu seinem Tod erhitzt. Soweit diese bekannte Parabel. Nehmen wir eigentlich die langsam und manchmal kaum spürbar fortschreitenden Veränderungen unserer Lebensumstände wahr? Betrachten wir doch, damit es uns nicht wie dem Frosch ergeht, das steigende Thermometer der nachfolgend von fleißigen Zeitzeugen aufgezeigten Missstände und realisieren, wie heiß das Wasser um uns herum schon geworden ist. So macht auch der nachfolgende Teil dieser Sendung auf die schleichende Bargeldabschaffung aufmerksam. Seit Jahrtausenden hat sich der Tauschhandel mit Münzen weltweit bewährt. Anders als in einigen anderen europäischen Ländern ist Deutschland von einer bargeldlosen Gesellschaft weit entfernt. Offenbar sollen nun die bargeldverliebten Deutschen scheibchenweise von ihrem Bargeld entwöhnt werden. Einerseits hat die Bundesbank damit begonnen, die 500-Euro-Scheine aus dem Verkehr zu ziehen und andererseits ist es mittlerweile keine Seltenheit mehr, dass Banken Münzen nur noch gegen Gebühr annehmen. Jetzt hat die Sparda Bank Hannover sogar noch eins draufgesetzt. In nur noch zwei ihrer 25 Filialen ist die Annahme und Ausgabe von Hartgeld möglich. Zugegebenermaßen ist dies scheinbar ein unbedeutend kleiner Schritt. Doch gerade deshalb braucht es die erhöhte Wachsamkeit der Verbraucher und ein klares Veto der Kunden. Denn wenn unser Veto in diesem bereits weit fortgeschrittenen Stadium ausbleibt, werden wir bald die vollständige Bargeldabschaffung erleben. Mit lückenlos nachvollziehbaren elektronischen Zahlungen. Seit Monaten wird der Öffentlichkeit von Seiten der Politik über die Medien nachdrücklich erklärt, wie altmodisch und umständlich der Einsatz von Münzen und Banknoten und wie zeitgemäß und effizient dagegen der Einsatz von Kredit- oder Chipkarten sei. Außerdem wird gebetsmühlenartig dargelegt, Bargeld fördere die Geldwäsche, begünstige die Steuerhinterziehung, leiste der Korruption Vorschub und erleichtere Terroristen die Geldbeschaffung. Wir berichteten bereits darüber. Der unbefangene Beobachter fragt sich verwundert, wieso diese Themen gerade jetzt immer mehr aufgebracht werden. Denn schließlich existieren Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Korruption und auch der Terrorismus sei je. Und die wirklich großen schmutzigen Finanzgeschäfte werden ja ohnehin nicht mit Bargeld abgewickelt. Somit scheinen die genannten vier Gründe vorgeschoben zu sein. Finanzexperten bringen darum etwas zugespitzt auf den Punkt, was die eigentlichen Beweggründe hinter der gegenwärtigen Kampagne gegen das Bargeld sein müssen. Man will an ihr Geld. Es lohnt sich also, etwas tiefer hinter die Kulissen zu schauen und sich zu vergegenwärtigen, womit das zusammenhängt. Das globale Finanzsystem konnte beim Finanzcrash 2008 nur durch ein Bailout am Leben erhalten werden. Das heißt, die Staaten sprangen seinerzeit mit Steuergeldern ein und hielten zahlreiche, dem Untergang geweihte Finanzunternehmen und Banken mit der Begründung, sie seien too big to fail, also zu groß, um zu scheitern, künstlich mit Finanzspritzen am Leben. Diese nahmen die Vorzugsbehandlung aber anschließend nicht etwa zum Anlass, eigene Risiken einzudämmen. Stattdessen gingen sie noch höhere Risiken ein und häuften noch mehr Schulden auf.
Da die Staaten inzwischen finanziell schlichtweg nicht mehr in der Lage sind, um Banken im Krisenfall erneut zu retten, wird ein weiterer Bailout, sprich eine weitere staatliche Finanzhilfe, in einer nächsten Notsituation nicht mehr möglich sein. Aus diesem Grunde wurde in Europa Anfang 2016 das Bail-in eingeführt. Das meint, Finanzunternehmen werden in Zukunft gerettet, indem sie zuallererst auf die Vermögen von Aktionären, Anleihebesitzern und Sparern zurückgreifen. Dieses ist bereits auf Zypern und in Italien praktiziert worden. Allerdings nicht ohne Folgen. Viele Menschen versuchen sich derzeit zu schützen, indem sie ihre Konten räumen und ihr Vermögen in Form von Bargeld horten. Um den Menschen nun diese Rückzugsmöglichkeit zu nehmen, soll das Bargeld abgeschafft oder zumindest eingedämmt werden. Gibt es nämlich kein Bargeld mehr, sind die Menschen gezwungen, ihr Geld bei Kreditinstituten bargeldlos zu belassen oder zu einem anderen, vermeintlich sicheren Kreditinstitut zu wechseln. Im Krisenfall können Staat und Finanzwirtschaft auf diesem Weg ohne Probleme auf private Einlagen zurückgreifen. Doch es gibt noch einen weiteren Grund für die forcierte Abschaffung des Bargeldes. Die Zinsen bei den Banken sind inzwischen bei Null, beziehungsweise sogar im Negativbereich angekommen, zum Beispiel in der Schweiz, in Japan und in einigen EU-Ländern. Folge des Negativzinses ist, statt dem Einleger am Ende des Jahres auf sein Sparguthaben Zinsen zu zahlen, wird ihm in naher Zukunft sogar noch ein bestimmter Prozentsatz seines Geldes als Negativzins genommen. Auch diese Form der schleichenden Enteignung nimmt die Bevölkerung nicht einfach hin. Wie das Beispiel Schweiz zeigt, hebt ein Großteil der Bevölkerung sein Geld nach der Einführung von Negativzinsen von der Bank ab und hortet es daheim. Genau diese Entwicklung versuchen Staat und Finanzindustrie nun zu verhindern, indem sie die umgehende Eindämmung und Abschaffung des Bargeldes schönreden, fordern und vorantreiben. Doch die Bargeldabschaffung bringt noch weitaus tiefergehende Freiheitsverluste mit sich. Darüber werden wir in weiteren Sendungen zum Thema Bargeldabschaffung berichten. Bleiben Sie dran, studieren Sie auch unsere bereits veröffentlichten Sendungen zu diesem Thema und teilen Sie unsere Informationen mit Ihren Bekannten. Herzlichen Dank. Eine Anekdote vielleicht doch am Rande. Es wurde ja im Mai 2016 der 500-Euro-Schein abgeschafft und es wurde im Vorfeld ja groß debattiert in Medien, Presse, gut, Tagesschau, wissen wir, und ähnliche Magazine, das sollte man sich nicht reinziehen. Wir beraten im Rat der EZB darüber, ob wir den 500-Euro-Schein abschaffen oder nicht. Das war ja die Ansage. Wie sich dann herausstellte, eine Woche später in der Presse, wurde nicht darüber beraten, ob er denn abgeschafft wird, sondern nur noch, welche Frist das jetzt den Übergang, wie lange kann man den noch benutzen. Und man musste zugeben, dass man bereits 6 Monate vor dieser Beratung, wo er abgeschafft werden sollte, hat man bereits 10 Millionen 500-Euro-Scheine aus dem Verkehr gezogen, also einfach schon eingezogen, einbehalten, geschreddert. Man hat also die Bargeldmenge schon weiter eingedampft. Das war also vorher längst beschlossene Sache. Das ist übrigens auch so bei Regierungsverhandlungen, Koalitionsbildungen, das alles vorher steht fest. Wir haben, wenn überhaupt noch eine Wahl mit Wahlen, ja, welche Farbe der Gartenzaun um uns herum hat, ob der grün, rot, schwarz, irgendwas ist. Aber was da passiert, da werden Wahlen nichts dran ändern. Ich bin auch nicht mit allem konform, was heute zum Thema Demokratie so gesagt wurde, weil mir wird Demokratie viel zu oft mit E geschrieben. Dieses Thema smarte Diktatur, Handys, RFID-Chips und so weiter, das sind ein paar Beispiele, wie RFID-Chips eben aussehen. Das ist diese sogenannte Identifizierung mittels Radiowellen, also wie früher aus dem Radio UKW-Welle, wenn eben Musik aus dem Lautsprecher kommt, dann waren es eben Radiowellen.
So schauen die Antennen aus oder eben anders, aber so stehen die mittlerweile überall in der Gegend rum, um die Signale aufzufangen oder die RFID-Chips eben auszulesen. Dann gibt es eben auch einen Sender, also Sender und Empfänger, die sind manchmal unterschiedlich stark. Man kann mittlerweile auf den Chips auch Informationen speichern. Man ist mittlerweile so weit bei diesen Chips zum Beispiel, die beim Menschen gerne implantiert werden, in der rechten Hand unter die Haut, ist man mittlerweile so weit, dass man auch per Funk Schmerzen verursachen kann. Das gibt man offiziell zu. Und natürlich kann man auch mittels dieser Chips Herzinfarkt und alles Mögliche mit Informationen, mit Frequenzen entsprechend auslösen. Diese Technologie, die kommt aus dem militärischen Bereich und wird auch längst eingesetzt.